Die neuen Editionen Pokémon Karmesin und Purpur, bin ich mir sicher, werden die erfolgreichsten Pokémon-Spiele aller Zeiten werden. Doch warum eigentlich? Pünktlich zum Pokémon Day haben wir die neuen Spiele Karmesin und Purpur für dieses Jahr angekündigt bekommen. Doch zu diesem Zeitpunkt war noch nicht mal so viel bekannt und die Gerüchteküche entsprechend groß. Viele der Errungenschaften und Neuerungen, welche wir für die neuen Spiele haben, sind aber sehr wichtig, damit sie überhaupt zu den erfolgreichsten Spielen werden können. Etwas, das ich für enorm wichtig halte, ist die Möglichkeit, direkt mit Freunden zusammenspielen zu können. Anfangs war noch nichts darüber bekannt, aber wir wissen jetzt, dass 4 Spieler gleichzeitig sich ins Abenteuer stürzen können. Nicht nur, dass es deutlich mehr Spaß macht, zusammen eine neue Region zu erkunden, sondern könnt ihr euch so natürlich auch gegenseitig helfen oder versteckte Gebiete finden, die ihr vorher noch gar nicht erkundet habt. Natürlich wird es auch das klassische Tauschen und Kämpfen in Pokémon gegeneinander auch geben. Es ist aber einfach nice, wenn ihr euch gegenseitig dabei auch sehen könnt. Dieses Wir-Gefühl hatten wir so in vergangenen Pokémon-Spielen noch nicht so wirklich intensiv und ich bin mir sicher, dass es eine Besonderheit sein wird. Wir haben mittlerweile ganz schön viele neue Pokémon gesehen und ich bin mir sicher, da ist diesmal für jeden wirklich etwas dabei. Die Pokémon-Designs waren schon lange nicht mehr so stark. Ich gehe sogar so weit und sage, dass sie die bisher stärksten in der gesamten Reihe sind. Die Starter-Pokémon Quax, Krokel und Felori sehen einfach mega cute aus, so wie es eben für Starter sein muss. Und die Cover-Legendären sind zwar gegensätzlich wie sonst was, aber sie haben beide ein extrem gutes Thema mit den Motorrädern und der Vergangenheit und der Zukunft getroffen. Grimanzo und Azugladis sind super lit und haben auch noch die perfekt passende Farbkombination und extrem exklusive Attacken, die beim Einsatz wohl cooler kaum aussehen könnten. Natürlich muss ich jetzt hier an der Stelle auch was zu Afeti sagen, da ich es doch ein wenig in ein ungünstiges Licht in der Vergangenheit gestellt hatte. Ups. Ihr habt natürlich Gold richtig erkannt, dass es einem Ei-Ei nachempfunden wurde und seine langen Finger benutzt, um Larven oder Insekten aus den Bäumen zu holen. Obendrauf hat es mit Normalgift eine einzigartige Typenkombination, welche wir bisher noch nicht hatten. Ich muss sagen, im Nachhinein finde ich es schon ein bisschen niedlich, aber ich hoffe doch, dass es zumindest eine Entwicklung oder eine Vorstufe haben wird, damit Afeti noch interessanter für mich wird. Die Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sind seit dem Release für einige ein Dorn im Auge, da sie hätten für viele so viel mehr sein können. Das hört man mal immer wieder. Tatsächlich ist es aber wirklich schwierig, eine so gute Vorlage zu toppen. Viele Dinge, welche die originalen Spiele als Schwäche hatten, wie zum Beispiel das langsame Fallen der KP, sind in den Remakes gefixt worden. Auch das GTS oder die zahlreichen Bugs, welche es ja am Anfang gab, sind schon lange dank der Patches Geschichte. Auch wenn sie anfangs vielleicht nicht fertig waren, sind es sie auf jeden Fall jetzt. Und ich glaube, es ist wirklich unnötig, sich rückblickend darüber aufzuregen. Ich glaube schon, wir können sehr froh darüber sein, dass die Spiele genau im November 2021 erschienen sind, weil sie viele alte Spieler wieder zurück ins Pokémon-Boot geholt haben und diese natürlich auch mit dem Gedanken jetzt spielen, Pokémon Karmesin und Purpur zu kaufen. Es sei hier auch an der Stelle gesagt, dass hier sicherlich Legenden Arceus mit dem neuen Open-World-Konzept auch seinen Teil dazu beigetragen hat, alte Spieler wieder von Pokémon zu überzeugen. Aber die meisten verkauften Spiele entfielen dabei auf die Remakes. Auch wenn sie inhaltlich vielleicht nahezu identisch mit den Originalspielen waren, waren und sind sie trotzdem gute Spiele, die mir auch persönlich viel Spaß gemacht haben. Die Verkaufszahlen von Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sind Stand 2022 echt heftig mit knapp 15 Millionen verkauften Einheiten, was mich in der Annahme bestätigt, dass sich enorm viele für die Remakes interessiert und natürlich auch gespielt haben. Sicherlich hätten sie auch mehr Spaß gemacht, wäre auch mehr enthalten gewesen. Aber der Chibi-Look war nice und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl von Nostalgie, das in mir aufgekommen war. Ich sollte natürlich hier auch an der Stelle dazu sagen, dass Ilka Inc. zum ersten Mal ein Pokémon-Spiel entwickelt hat und es deswegen natürlich auch klar ist, dass sie hier länger brauchen als zum Beispiel Game Freak, um neue Dinge ins Spiel einzubauen. Rückblickend betrachtet haben sie mich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass dadurch viele alte Spieler wieder zurück ins Franchise gefunden haben und sich nun mit uns über die neuen Spiele Karmesin und Purpur freuen werden.
Die besten Pokémon bringen nichts, wenn die Charaktere, welche sie einsetzen würden, die langweiligsten und einfachsten sind. In Kamezin und Purpur ist das aber das genaue Gegenteil. Dort gibt es eine Vielzahl an Charakteren, welche nicht nur super designt worden sind und wir sofort erkennen können, welche Arena sie leiten oder welche teuflischen Pläne sie im Hintergrund vielleicht schmieden, sondern auch welche Ideen und wie viele Details eingeflossen sind. Zum Beispiel ist es bei Grushas Design so, dass wir ganz klar sehen können, dass er ein Eis-Arena-Leiter ist, vor allem am markanten Schal, der ja auch einen kleinen Pokéball als Easter Egg hat. Falls ihr fragt, ob Grusha männlich ist, ja, das ist tatsächlich so. Oder schaut euch mal Arenaleiter Kolzo an. Auch wenn er etwas gruselig aussieht, können wir hier das Pflanzenthema dank seiner Utensilien sofort erkennen. Auch die Professoren, die Rivalen, ja, selbst die anfänglich kindlich betitelten Protagonisten sehen in-game wirklich gut aus und machen einen echt soliden Eindruck. Selbst an die Tatsache, dass es wie immer natürlich auch Editionsunterschiede gibt, wurde hier sogar gedacht. Diesmal gibt es bei den Charakteren sogar Editionsunterschiede und manche Charaktere unterscheiden sich zwischen den einzelnen Versionen im Aussehen deswegen, was natürlich nochmals eine nette Ergänzung für die neuen Spiele ist. Ich weiß, dass kein Pokémon-Spiel solch starke Charaktere durchgängig hatte. Natürlich gibt es auch Ikonen wie Cynthia aus Pokémon Diamant, Perl und Platin. Trotzdem fand ich dort nicht jedes Design der Charaktere so stark wie dieser aus Karmesin und Purpur. Eine Schwäche hatten vergangene Pokémon-Spiele und das war, dass wir immer einen bestimmten Weg gehen mussten. Auch wenn wir gerne den Pfad links oder vor uns erkundet hätten, er war versperrt, egal wie lächerlich dafür die Begründung war. Game Freak hatte in Schwarz und Weiß mal selbst einen Witz darüber gebracht und ich finde, ich amüsiere mich heute noch immer köstlichst darüber. Tatsache ist aber, dass es natürlich besser gewesen wäre, dahin zu gehen, wohin wir wollen. Eine Open World. Lange Zeit ein Konzept, das Game Freak tunlichst mied. Und natürlich wird es nun Realität und ich kann nur sagen, endlich. Open World eignet sich für Pokémon-Spiele perfekt und dem Spieler mehr Freiheiten zu geben, schadet einem Spiel, auch Pokémon, meistens nie. So ist es klar, dass wir die Arenen in beliebiger Reihenfolge herausfordern können oder aber auch die schönen Städte von der Paldea-Region erkunden können. Legenden Arceus war natürlich auch eine Open World, aber ich empfinde im Nachhinein auch eine Art Test, um zu sehen, ob die Spieler dieses Konzept in den Pokémon-Spielen wirklich wollten. Und oh ja, wollten sehr viele Spieler genau dieses Konzept. Die Welt von Paldea ist gigantisch. Ich kann mir kaum vorstellen, wie viele Spielstunden dafür draufgehen werden, Karmesin und Purpur zu 100% durchzuspielen. Aber ich bin mir sicher, diesmal bekomme ich auch die 999,59 Spielstunden hin, was mir selbst damals mit der Kampfzone in Pokémon Smaragd bisher verwehrt geblieben ist. Und ich glaube wirklich, dass die Open World eine sehr, sehr große Bereicherung für Paldea ist und wir uns deswegen enorm darauf freuen können. Wenn ihr euch auch so sehr wie ich darüber freut, dass wir Karmesin und Purpur bald in den Händen halten, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin ja schon sehr lange hier auf YouTube tätig und mache Pokémon-Content. Ja, sehr, sehr lange. Aber sowas wie die letzten Monate habe ich persönlich noch nie in der deutschen Pokémon-Szene erlebt. Unter den Pokémon-Fans selbst herrscht eine enorme Vorfreude auf die neuen Pokémon-Spiele. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass es keine kritischen Stimmen gibt oder sich manche die Spiele nicht holen wollen, weil es nicht ihr Geschmack ist. Viele kritische Stimmen stützen sich hierbei immer noch auf die Grafik in den Spielen. Da aber die letzten Spiele schon allesamt so waren und trotzdem unter den Fans beliebt sind, bin ich der Annahme, dass es die meisten Fans eben diese genannten Punkte sie nicht interessieren oder großteils sogar eben egal sind. Ein Spiel soll erstrangig Spaß machen und das war in Pokémon-Spielen schon immer so. Auch beobachte ich international unter den Pokémon-Fans deutlich weniger kritische Stimmen, was bedeutet, dass allgemein die deutschsprachige Kultur generell Dingen in Pokémon erheblich kritischer gegenübersteht als jemand, der zum Beispiel aus dem englischsprachigen Raum kommt. Ich glaube, hier könnten sich einige etwas entspannen und die Dinge durchaus optimistischer sehen. Ich muss hier betonen, diese genannten Dinge waren schon bei jedem Pokémon-Spiel,
welches neu angekündigt worden war, immer der Fall gewesen. Und diese Beobachtung habe ich nun mehr als ein Jahrzehnt hier auf YouTube gemacht. Eigentlich wurde jedes Pokémon-Spiel im Nachhinein trotzdem als gut empfunden. Ich finde persönlich, es ist sehr schade, dass immer die Kritiker am lautesten schreien, obwohl es so viele gibt, die Pokémon so sehr lieben und es feiern. Und ich weiß, das ist auch bei mir in der Community so. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, worauf ihr euch brennend bei den neuen Pokémon-Spielen freut. Generell lässt sich bei den zurückgekehrten Fans vor allen Dingen die Vorfreude auf die neuen Spiele erkennen und von Trailer zu Trailer wird der Hype bei vielen von uns immer größer. Auch ist die Neugier nach News im Pokémon-Bereich so groß wie noch nie und es wird immer sehnlichst auf News von den Spielen gewartet. Wann kommen eigentlich die Designs der Starter-Endentwicklungen, liebe Pokémon Company? Ich kann es persönlich kaum erwarten. Es dauert gar nicht mehr lange, dann dürfen wir endlich die ersten Reviews über Pokémon lesen. Ich denke, Stand Ende September, dass sie durchweg hervorragend ausfallen werden. Es spricht im Moment gar nichts dafür, dass es anders sein sollte. Es sind sehr viele alte Fans, dank der Spiele, welche Anfang diesen und Ende letzten Jahres erschienen sind, zurückgekehrt und ich glaube nicht, dass sich diese alten Pokémon-Fans Karmesin und Purpur nicht kaufen werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sie sind die ersten, welche im Geschäft sind und voller Vorfreude endlich ihr neues Abenteuer beginnen wollen. Ich sag euch, sie werden die besten Pokémon-Spiele und das mit Abstand. Da bin ich mir wirklich sicher. Es gibt so dermaßen vieles, was dafür spricht, dass dies noch ein größerer Wurf wird als die ersten Editionen Rot und Blau. Ich kann euch hier an der Stelle nur einen Tipp geben. Seid von Anfang an dabei oder ihr läuft Gefahr, wirklich viel aus der neuen Welt von Karmesin und Purpur zu verpassen. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert auf YouTube. Like und Abo dalassen, wenn euch es gefallen hat, das liebe Video hier. Oben rechts gibt es natürlich auch noch den Grund, was es mit diesem Loch in der Paldea-Region auf sich hat. Und unten rechts findest du die seltsame Level-1-Strategie, welche legendäre Pokémon auf Level 100 besiegen kann. Danke fürs Zusehen, meine Freunde des Pokémon-Universums, und bis zum nächsten Mal.